Grüß Gott und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Death Pro mit dem Philipp! So, heute Und ich einen darf wieder hier auswählen. Schere, Stein, Papier, sag mir, don't give up next time. Okay. Also, wir haben jetzt hier grobe jetzt gerade ein Tag-Duell und mich schreibt irgendjemand auf Skype an. Was soll denn das jetzt? Ja, das hatte ich jetzt auch gerade mal schnell gucken. Diese Arschlöcher. So. Peace Factor. Ja, egal. Ignorieren wir. So, das Peace Factor Team. So, und jetzt bin ich mal. So, mal gucken, ob es jetzt mal losgeht. Zur Info, wir haben jetzt eben schon mal probiert, ein Tag-Team-Duell aufzunehmen, aber... Ich fange an. Niemand hat ba, gewählt. Ba, ba, ba. So, beim letzten Mal hatten wir nämlich das Problem. Moment, ich muss mal kurz die Soundeffekte anschalten. Das. So. Und die Musik auch im Hintergrund. So. Beim letzten Mal hatten wir nämlich das Problem, dass die Gegner nicht gewählt haben, also keine Ahnung, hat es bei einem vielleicht abgestürzt oder der hatte irgendwie keinen Bock mehr, was weiß ich. Auf jeden Fall geht's jetzt gleich los, bin ich sehr froh. War ein bisschen schwierig abzuteilen mit der Aufnahme. So, und der Philipp ist jetzt übrigens zuerst dran und ihr seht's ja, wenn er dran ist, dann sehen wir leider seine Karten nicht. Ist eigentlich ein bisschen schade. Aber ich kann die Karten sehen, die auf dem Feld liegen, genau, das wollte ich ihm auch sagen. Okay. Und wir müssen absolut sagen, also ich habe nur ein Tag-Team-Duell gemacht, bisher privat. Das ist nicht so gut ausgelaufen, wie es beim Philipp ist, weiß ich nicht. Wir haben noch nie zusammen Tag-Team-Duell gemacht und die Decks sind auch kein bisschen aufeinander abgestimmt, also kann es nur gut gehen. Es kann nur gut gehen, Philipp. Ist die permanent, ja. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nicht zu stark sind, also dass wir die Knechte fertig machen. Das ist gut, was ich jetzt gespielt habe. Yay! Und wen haben wir denn da auf der Hand? Ich muss mal kurz gucken, was wäre denn schlau zu machen? Ich habe nur Monster gezogen, Philipp. Was hast du denn verdeckt? Ich guck mir das erstmal an. Okay, damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Ja, das ist egal. Der auf dem Spielfeld, okay. Dann setzen wir diesen jungen Mann verdeckt. Philipp? Ja. Ne? Kannst du damit was anfangen? Nee, ich glaube noch nicht. Na, dann halt nicht. So, Philipp, soll ich irgendwas aktivieren? Musst nur sagen? Oder kann ich nee, einfach. Ich dürfte eigentlich nicht gehen. Ne, also wie schon gesagt, wenn ich irgendwas aktivieren soll, oder wenn du willst, ja, dass ja, ich irgendwas mache. Ja, kannst mach... doch. Wir können das. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können Monster zum Opfern und so benutzen. Ja, so ist mein, ja. Sind ja. Meine Karten! Das sind meine Karten! Meine Karten! Okay. Alles mein. Okay. Achso, der ist jetzt dran. Ich habe gedacht, wir sind schon wieder dran. Nee, erst ist jetzt der andere dran. Ich bin wirklich gespannt, was die alles vorhaben. Wie schon gesagt, ich weiß auch nicht, ob sie aufeinander abgestimmt sind. Soweit ich gesehen habe, sind es Amerikaner, also Englischsprachige. Ich weiß es nicht genau, stand auf jeden Fall unten. Na. Oh. Philipp, das hast du wieder ganz toll gemacht. Was? Weißt du? Naja, ich habe eh nichts gesetzt. Achso. Ah. Okay. Naja, bisher sieht es ja eigentlich noch ganz okay aus. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, was er vorhat. Bisher kann ich es noch nicht definieren. Das nervt. Was nervt? Das nervt. Was denn? Kriege dauernd Skype-Nachrichten. Ja, dann musst du dich auf beschäftigt schalten. Was machst du denn? Also durch mein Handy. Dann schmeiß es aus dem Fenster. Okay. Geht's noch? Okay. Das war definitiv eine sehr klang wie ein Handy, das aus dem Fenster fliegt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich habe hier einen Kaffee und okay, jetzt kann ich eine Karte spielen. Ne, die will ich nicht beschwören. Wie immer halt. Ich lese mir gerade mal die Effekte durch. Jetzt können wir auch ein bisschen, Philipp, sag doch mal, was du vorhast, weil wir jetzt zusammen aufnehmen, kannst du ja mal ein bisschen deine Strategie erklären. Ja, ich habe jetzt erstmal den Lichtpulsaren Drachen gespielt. Okay. Also den Lichtpulsar Drache und der hat den Effekt. Und der ist ganz toll. Ja, also der hat, theoretisch kann man den auch als Spezialbeschwörung rufen. Hoffentlich aktiviert er keine Falle. Ich bin sehr gespannt. Nein! Okay. Also, Arschloch. Aber ich kann jetzt eine Karte rufen. Ach ne, die hat dann bloß 600 Angriffspunkte. Ist egal. Verteidigungsposition? Angriff? Also, Monster zum Opfern brauche ich eh, denn ich probiere wie immer die ägyptischen Götterkarten zu beschwören. Ich habe das Deck eben angepasst, denn mein Deck ist nämlich nicht ganz den Regeln getreu, also es sind ein paar verbotene Karten quasi drin. Und ich habe jetzt einfach ein paar Karten rausgemacht, ein paar andere rein und so müsste das passen. Götterkarten sind natürlich erlaubt. Die Effekt-Götterkarten. Ja, die sind gut. Die sind gut. Da habe ich schon eine gezogen. Ich habe eben Slifer den Himmelsdrachen gezogen, Philipp. Und ich könnte sie beschwören. Wie zählen dann die Angriffspunkte von der? Denn Slifer kriegt ja pro Karte, die ich auf der Hand habe, 1000 Angriffspunkte. Ja. Aber von wem?
Kriegst du dann von dir? Nee, das glaube ich dran nicht. Das wäre schwierig, das wäre problematisch. Wie viele Karten hast du auf der Hand? Nur mal so, zu Interesse. Zwei, eine. Aber den Entzug, das wäre ja nicht so unbedingt schlimm. Okay, aber beschwören kann ich ihn noch nicht, denn ich kann jetzt nur Monster setzen. Ich setz einfach mal den. Setz, wenn möglich, trotzdem Monster nächsten Zug, ne? Ja, das dann, dass ich dann theoretisch sogar ein Monster beschwören. Dass ich bestenfalls, aber ich brauche drei Monster, ne? Dann kann ich Slifer beschwören. Ja, ich würde jetzt noch so einen Lichtpulsar Drachen, wenn das geht, würde ich den rufen. Ja, okay, aber gut. Ne, ich, soll ich angreifen? Soll ich das klären? Kannst machen. Gut, dann greifen wir jetzt an mit dem Lichtpulsardrache. Ich bin sehr gespannt. Links, rechts, links, rechts. Philipp! Ich guck nicht hin. Okay, rechts. Rechts! Rechts! Entschuldigung. Na komm. Manchmal geht's mit mir durch. Bestimmt wieder magischer Zylinder aktiviert oder Spiegelkraft. Das war schön. Oh ja, Spiegelkraft. Na! Wieso war mir das klar? Philipp, hör auf, etwas zu sagen. Zum Glück wieso war das bringst Monster du so das Unglück? Den Angriff. Sag mal, boah, hatten wir Glück. Du musst mir ein drittes Monster besorgen. Ich muss Slifer beschwören können. Okay, okay, bitte. Das musst du irgendwie hinkriegen. Okay, ich beende den Zug. Okay, Leute, das wird. Aber es, ich finde es bisher recht spannend, denn das sind jetzt nicht so die Pros. Ja, da kriegt das immer. Also, man muss schon sagen, wenn das wirklich hier Yu-Gi-Oh! Pros wären, dann hätten die uns jetzt schon fertig gemacht. Also, glaubt mir, Leute, da gibt's echt. Na gut. Doch, wenn er Marshmallow angreift. Wenn er Marshmallow angreift, ja, dann hätten wir es. Das wäre gut. Ja. Ja, das sind definitiv keine Pros. Nein, nein. Nee, sind sie eigentlich auch nie, aber. Nö, auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie der das. Ach ja. Wie hat der das gemacht? Ich habe jetzt überlegt. Ach, die ist erlaubt. Ja, so eine bräuchte ich auch im Deck. Ach, unnötig. Wir waren so nah dran, Slifer zu beschwören, ey. Oh. Ich kann mich jetzt schon wieder aufregen. Na! Wieder. Was? Wiedergeburt? Sag mal, spielen wir gerade auf Unlimited? Kann das sein? Der kann sein. Ach, na toll. Du Arsch! Zeig ich mein du Deck. Blöder Wichser! Zeig ich mein Lässt du mal meine Monster in Ruhe? Der mag deine Monster halt von hinten sehen, ne? Und der hat noch nicht mal. Ja. Nein. Ist ein bisschen gearscht, ne? Nein, verlieren tun wir nicht, aber. Ja. Noch nicht. Ja. Der macht. Ruft jetzt noch Monster an. Noch nicht. Dann war's das. Sag mal, also. Ach, verdammt. Scheiße. Das nicht gut. Ich guck mir mal den Friedhof an. Da haben wir ganz schöne Monster drin. Mhm. Verdammt. Okay. Ja, ist okay. Greif einfach an. Mal gucken, ob ich jetzt was richtig Geiles ziehe. Herz da. Ich will's für dich hoffen. Denn bald wird's ein bisschen kritisch. Ich hab extra so eine Frisur gestylt wie... Wie Yugi. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich sehe so ein bisschen aus wie Kaiba. Obwohl, kommt sogar hin. Naja. Gut, nicht ganz. Aha! Jetzt wissen wir, wie du aussiehst. Oh nein! Ihr wisst, wie ich aussehe! Oh gut! Okay, übernimmt die Kontrolle über ein Monster auf der Spielseite eines Gegners bis zur Endphase. Dieses Monster kann keinen Angriff erkennen. Oder Attribut. Ja, schade, Attribut, das wäre ganz praktisch. Was hast denn du gesetzt? Achso, hier. Ach! Das ist gut. Also der Philipp, ich muss schon sagen, Philipp, ich bin beeindruckt. Das ist nämlich ein gutes Monster beschworen. Ich bin stolz auf dich, Philipp. Ja, ich greife jetzt mal. Jetzt verkack's nicht. Begreif bitte das zweite. Na gut. Ich hätte das jetzt nicht angegriffen, aber ja, ist ja nicht egal. Komm schon, okay. Wenn er schlau ist, jawohl, was heißt, wenn er schlau ist, dann zerstört er unser Monster. Mit dem gleichen, ne? Ja, das könnte er. Ja, das könnte er sich leisten. Aber ich kann das, glaube ich, als Spezialbeschwörung rufen. Ach du Scheiße, Moment, übernimm die Kontrolle über ein Monster auf der Spielfläche des Gegners. Das könntest du im Notfall machen, dann könntest du von seinem. Was ist das? Friedhof deines Gegners in Fantasy. Oh nein! Nein! Bitte nicht, der kein Finsternisdrachen! Haben wir gar nicht. Scheiße. Wähle okay, bis zu 5 Karten von deinem Friedhof oder dem deines Gegners in Fantasy aus dem Spiel. Ja, der kann einfach all unsere Karten nehmen. Was braucht denn der so lang? Wir haben nur 5 Karten, Mann. Achso, der hat 4. Ah. Oh. Was? Nein! Geil. Achso, war dein Deck. Achso, ja dann. Ja, war ist aber kein Deck. Problem. Oh, ich habe gerade Ding gezogen. Cyberdrache. Ist schwierig. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Scheiße. Ich habe Dinge auf. Ich muss eigentlich ein Monster setzen. Ich muss so viele Monster wie möglich hinkriegen. Das Monster kann man leider. Oh, schade, dass man das übernommene Monster nicht als Tribut anbieten kann. Das ist sehr schade. Soll ich angreifen? Das 2000er Monster? Ja, kann ich machen. Okay. Hoffen wir mal, er hat nichts verdeckt. Ich würde nicht darauf vertrauen.
Komm schon. Na los. Na los. Magischer Zylinder, nee, doch nicht. Sehr gut. Und ich beende den Zug. Oh Gott, Leute, ich glaube, zu diesem Duell kann ich leider nicht so viel beitragen. Sorry, Philipp. Mann, ich hatte fast live auf dem Feld. Fast? Super. Ja, ist so. Ist so. Fast. Ja, ist ja super. Aber es ist gut. Das Duell geht schon mal 10 Minuten. Das finde ich sehr gut. Ja, das wird für normalerweise bin ich nach 2 Minuten fertig. Na, Tag-Team-Duelle gehen sowieso meistens länger. Ja gut, okay, man hat ja auch 16.000 Punkte. Ja, genau. Aber wenn die Gegner gut abgestimmt sind, dann kann man schon, ne, abgehen. Also wenn die Decks so perfekt aufeinander abgestimmt sind. So komplett dieselben. Ja, nee, aber ich meine schon so gegenseitig Karten, die sich alle gegenseitig unterstützen, ist schon ziemlich gut. Was habe ich hier? So, Philipp, was machst du? Ich habe hier den Cybertal verdeckt. Ist eigentlich ein Tributmonster, aber ja. Kann ich eventuell noch gebrauchen. Okay. Wenn ich jetzt eine bestimmte Zauberkarte von meinem Deck ziehe, dann könnte die mich sofort retten. Ich will den jetzt eigentlich gar nicht richtig angreifen. Okay, lässt es oder? Ich würde es nicht machen, also es ist eigentlich nicht nötig. Okay, dann lasse ich das. Dann lassen wir das dieses Mal. Wir sind ja relativ gleich, ich habe jetzt auf jeden Fall. Ja, relativ gleich, der hat 16.200 Punkte. 700. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Verdunklungslindwurm. Und wenn die auf den Friedhof geht, da kann ich einen Drachen rufen. Also ich habe ja gar keinen auf dem Friedhof, toll. Ah nee, du aus dem Deck. Aus dem Deck kann ich den verbannen und dann die verbannte Karte. Oh Gott. Nimm das gut. Wird jede Karte, die auf dem Friedhof liegt, stattdessen verbannt. Oh. Ja, das hast du wieder super gemacht, Philipp. Oh. Ganz toll. Okay. Oh mein Gott, jetzt bin ich dran. Alles liegt an mir. Na gut. Nee, eigentlich noch nicht. Na, wo? Oh. Die Karte, die ist gut. Die hebst du bitte auf. Oh Gott, die könnte noch echt gut werden. Du musst nächsten Zug Monster setzen. Kannst du nächsten Zug einsetzen? Keine Ahnung, ich hab wirklich... Ich ziehe. Es kommt drauf an, was ich wirklich ziehe. Ich habe jetzt bloß noch ein Monster, was ich rufen könnte, wenn der uns Kampfschaden zufügt. Wir können uns ja vielleicht für die, also für späteren Folgen können wir ja uns irgendwann mal ein Tag-Duell-Deck erstellen. Könnten wir das genau absprechen. Wie die Brüder Paradox. Ja, stimmt. Eigentlich? Theoretisch. Kann ich mit allen machen. Was macht denn der? Zug beendet. Nö, okay, gut. Achso, der hat mir nur die Karte hier angezeigt. Zoma the Spirit. Du kannst übrigens hier Schädel Zoma kannst du so bald wie möglich aktivieren, ne? Also, ne? Aktivier sie einfach, wenn du kannst. Die Fallenkarte, also die ich gesetzt habe. Ich rufe das jetzt Monster jetzt. Fallenkarte, nächsten Zug. Aktivieren. Oder diesen, sehr gut. Jetzt haben wir Wer die angreift, dann kriegt er übrigens Schaden in Höhe von dem Monster, das es zerstört, also, ne. Ich könnte sogar ein die Kontrolle über Monster, nee, das ist ein bisschen unnötig. Bände den Zug. Vielleicht kriegen wir es hin, wir haben 4 Monster, das ist sehr gut. Dann kann ich nächsten Zug endlich das Monster beschwören. Welches? Dreimal lass du raten. Ach so. Nö. Das Rote. Nee, kein bisschen. Was denn das jetzt? Nein, nein, nein. Nein. Das geht um meine... Und... Oh, verdammt. Das sind meine Karten. Scheiß drauf. Ja und, aber da war meine dabei. Hast du die so im Deck? Lege die obersten 3 Karten. Oh, Leute, ich hab's doch fast geschafft. Nein. Was? Scheiße. Nach dem 20. Spielzug, nach der Aktivierung dieser Karte, gewinnst du das Duell. Ja, ich weiß, das ist so eine... Ich kenne das. Oh, du Scheiße. Immer wenn eine Karte zum Spielen fällt, erhält der kontrollierende Spieler dieser Karte 500 Life Points. Ja, na super. Oh nein, goldener Sarkophag. Gar nicht gut. Der geht ab, der Kunde. Die habe ich auch im Deck übrigens. Jetzt geht er ab. Scheiße. Ah, kacke. Das war eine Kombi. Hm. Oh Gott, da hat uns aber ein bisschen Hass. Alter. Ja. Jetzt habe ich genau 20 Züge. Er hat eben 5000 Lebenspunkte. Er hat eben 5000 Lebenspunkte dazu gekriegt. Ach du Scheiße. Alter. Oh, verdammt. Alter. Wir werden verkacken. Ich sehe es jetzt schon, Leute. Es sah am Anfang doch noch so schön aus. Ja, hoffentlich ziehe ich eine extrem geile Karte. Alter, das ist echt deprimierend. So, ich aktiviere jetzt Goldener Sarkophag. Ich weiß, ihr kriegt dafür Lebens. Ja, ihr kriegt 500 Punkte, aber ganz ehrlich, das macht es. Der macht das Ding jetzt auch nicht heiß. Das macht Kohl auch nicht mehr fett. So, verbanne eine Karte von der. Sag mal, hallo? Ich dachte schon. Wieso kann ich jetzt den Effekt nicht aktivieren? So, will er die jetzt deaktivieren oder was? Würde auf jeden Fall sehr viel Sinn machen. Seelenübernahme. Übel. Dieser Arsch. Naja.
Wenigstens weiß er nicht, was ich für eine Strategie verfolge, also er hat ja quasi meine Götterkarte noch nicht gesehen. Bei mir steht jetzt Warte. Ja, bei mir auch, der überlegt jetzt noch, okay, ich hoffe, der hat's so bald. Also ich warte noch, ne? Der Gegner muss gerade wählen wahrscheinlich, ne? Ja, Marco. Marco! Mann, Philipp! Faust noch nicht immer. Ach, Mann. Marco. Ja, Polo. Ja, darauf will ich hinaus. Polo. Polo. Ja, Leute, ihr seht, es ist sehr spannend gerade. Sag mal, hat der es bald? Wir gewinnen, wir gewinnen. Wir gewinnen, oh ja. Okay, warte weiter, warte weiter. Komm schon, Marco, brauch noch ein bisschen. Nein. Das hat da lange gedauert. Wow. Das aktiviert auf die... Sag mal, das war ja gar nicht verschwendete Zeit. Soll ich nochmal den goldenen Sarkophag wählen? Sag mal, warte. Welche Karte würde jetzt Sinn machen? Ich weiß, welche Karte. Ich nehme jetzt keine Götterkarte, sondern ich nehme jetzt... Pass auf. Ich nehme jetzt Maschinenduplizierung auf die Hand. Hä? Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Ich glaube nicht. Sag mal, kann ich... Na. Hä? Okay. Ich müsste doch jetzt auf meinen... Warte. Aber von mir sind nur noch... Keine Karten verbannt, oder? Oder fast keine? Nee, eigentlich nie. Ja, weißt du, wie viel Karten hast du eigentlich noch im Deck? 20. Final Countdown. Ey, bitte, die GEMA fängt wieder an. Was, bei meinem schönen Gesang in der verschiedenen Tonhöhe? Ja. Können die mir gar nichts. Boah, der Sound fehlt gerade richtig oben bei mir, aber ich glaube, es liegt an meinen Kopfhörern. So, jetzt. Oh, gerade ein paar FPS-Einbrüche. Ne, bei mir läuft's gerade flüssig, hatte ich vor uns aber. Sag mal, jetzt läuft gerade schlecht, Leute, sorry. Final Countdown. So, Philipp. So, was hab ich denn? Ah. So, Leute, ich hoffe, ihr hört es gerade nicht. Ich hab gerade. Oh, auf dem Kopfhörer kommt der Sound gerade richtig krass an. Sag mal, was ist mit der FPS? Ich hab keine Ahnung. Internetleitung fällt wahrscheinlich wieder ein bisschen rum. Eins. Wow. Ach so, das zählt ja. Ja, ich war eben verwirrt. Ah, nutzt du mal meine Karte. In den Angriffsmodus. Ich hoffe, das hast du gut durchdacht, Philipp. Ne, Philipp? Ja, bin jetzt. Hey, ich dachte, du hast mich schon verlassen. Nee, warte. Was stimmt gerade mit meinen Kopfhörern nicht? Na egal. Lege die obersten drei Karten von deinem Deck auf den Friedhof. Ja, mach ruhig. Ja, das ist. Ich habe bloß keine drei Finsternis-Monster, glaube ich. Ich habe gerade. Nein, ich habe keine. Ich habe gerade wunderbare 15 FPS. Finde ich sehr schön. Übrigens. So, ich habe jetzt erstmal. Könnte ich. Ach, warum habe ich denn das Monster im Angriffsmodus gespielt? Das frage ich mich auch. Ich habe dich doch eben gefragt, warum machst du. Ach, das reicht mir. Also, greif an, Philipp, los! Kann ich das jetzt, auch nicht mehr umändern? Scheiß, wieso habe ich das gemacht? Ich glaube, Philipps sind noch nicht ganz die Regeln bekannt. Oh, verdammt, ich habe die Karte ganz vergessen. Also sorry Leute, ich habe gerade FPS-Einbrüche. Ich hätte hier noch den finsterer bewaffneten Drachen. So, ich habe kurz mal die Aufnahme gestoppt, ganz kurz. Eine Millisekunde oder so, aber die FPS läuft auch nicht besser. Keine Ahnung, was da gerade falsch ist. Was ist denn in dieser Millisekunde so abgegangen, Philipp? In der ich nicht aufgenommen habe. Ich habe gesagt. Der Philipp, der hat gesagt. Was? Marco 777 has to eat yet. I will finish this game. Congratulations to win. Was? Was? Hey, was? Kong? Ernsthaft jetzt? Was? Okay. Okay, dann haben wir ja wohl gewonnen. Oder wie? Philipp? Anscheinend. Okay. Ja, Leute, das hat jetzt nicht ganz den Ausgang genommen, den wir wollten. Wie lange geht denn die Folge schon? Ja, geht sogar, passt sogar. Schade, Leute, das war jetzt echt wirklich jetzt nicht so... Wollen wir dann gleich noch ein Take-Team hinten dran aufnehmen? Ja, aber die Folge ist eh schon vorbei, also... Wäre das dann in der nächsten Folge. Hoffentlich. Wollen wir da jetzt die Folge schon mal beenden? Ja, das würde ich auch sagen.
Ja, Leute, also dann hoffentlich läuft das Ganze ja nächste Folge besser. Ich habe jetzt irgendwie FPS-Einbrüche, Skype. Also du hörst dich jetzt gerade bei mir ein bisschen komisch an, Philipp. Aber egal, ich hoffe, das Tag Team Duell hat euch etwas gefallen. Wir werden uns vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr abstimmen. Weiß ich nicht, vielleicht machen wir mal wieder ein Einzelduell. Nö. Ja, wir machen nächste Runde nochmal ein Tag Duell, also in der nächsten Folge würde ich sagen. Ja. Wer macht das ruhig. Sowieso gleich, so wie das klingt. Na gut, also dann würde ich mich vielmals bedanken fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Duell. Also dann auch ein herzliches Tschüssi.